Hi und herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Experte für Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und wir schauen uns hier die Grundlagen, die Basics an, was benötigt ist, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Und dazu lade ich mir immer wieder Expertinnen und Experten in den Podcast ein, um dir Mehrwert zu geben, Impulse und natürlich auch Lebensgeschichten zu erzählen. Ganz kurzer Teaser, Spotify hat eine Kommentarfunktion. Die kannst du nutzen, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, hey, das habe ich mitgenommen aus dem Podcast. Nutz gerne die Kommentarfunktion von Spotify, so können wir noch viel mehr in die Interaktion gehen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema, wie du leichter deine Grenzen setzt und Stress und Burnout vermeidest. Und dazu habe ich mir die Gründerin von Yility, Beraterin und Unternehmerin und Expertin für Selbstführung, Freya Peters eingeladen. Grüß dich, Freya. Ja, hi Carsten und danke dir für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch, vor allem, weil das hier für mich auch eine Premiere ist, ein Debüt sozusagen. Ich war nämlich noch nie in einem Podcast und sprenge also in gewisser Weise heute meine Grenzen ein wenig und komme aus meiner Komfortzone raus und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich kann dich hier beruhigen. Stell dir vor, wir treffen uns auf einen Tee und ich komme dir um die Ecke und sage, du, Freya, ich habe hier ein Thema, ich habe hier irgendwie Schwierigkeit, meine Grenzen zu setzen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Vielleicht stresst mich das sogar gerade, weil meine Grenzen überschritten werden und ich nicht Nein sagen konnte oder meine Grenzen kommunizieren konnte. Sehr gut, Freya, machen wir so. lass uns direkt reinstarten. Es sind einige Fragen aus der Community gekommen. Ihr könnt immer wieder Fragen stellen in meiner Instagram-Story. Bietet die Möglichkeit, einen Button, Frage reinschreiben oder mir stellen. Und da kam unter anderem einiges zum Thema Grenzen setzen. Bevor wir darauf eingehen, kannst du mal ein persönliches Erlebnis erzählen oder deine Geschichte, wo du selbst Schwierigkeiten hattest, Grenzen zu setzen? Wie ist deine Historie? Warum genau dieses Thema? Ja, spannende Frage. Ich muss ein wenig ausholen bei dem Thema, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, denn das Thema Grenzen setzen ist ja in Anführungszeichen nur ein Teil meines Beratungsprogramms für auch UnternehmerInnen. Ich helfe selbstständigen Unternehmern, Inhabern, ihre Ziele zu erreichen und das aber vor allem einfacher und entspannter und mit einem täglichen Zeitgewinn für sich und das, was ihnen wichtig ist. Und da spielt es natürlich eine große Rolle, die eigenen Prioritäten zu setzen, erstmal zu kennen und dann für diese Prioritäten auch Grenzen. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, das zu machen, was ich mache? Ganz einfach auf den Punkt gebracht, weil ich meine eigenen Grenzen viele Jahre gar nicht gekannt habe. Ich war der Meinung, ich kannte sie. Ich war auch der Meinung, ich habe sie verteidigt und dem war nicht so. Und das hatte für mich selber fatale Folgen. Mein Umfeld beschreibt mich als jemanden, der immer alles schafft. Finde ich persönlich ein bisschen nervig. Manchmal fügen sie noch ein kleines Wort dazu. Das Wort allein. Also du schaffst das ja auch immer allein. Großartig. Ich war da lange sehr stolz drauf. Du hattest ja in anderen Folgen auch schon über innere Antreiber, Transaktionsanalyse gesprochen. Da ist das wahrscheinlich keine Überraschung, dass sei stark und beeil dich, bei mir sehr dominant sind. Das hat sich in meinem beruflichen Werdegang auch ziemlich gut ausgedrückt. Ich war da immer ganz erfolgreich für mich, Führungsjobs. Ich mochte es, Verantwortung zu übernehmen um die ganze Welt. Ich habe es geliebt, weil das natürlich meine Antreiber großartig bedient hat und diesen Drang für mich, mich nützlich zu machen. Bin also super ambitioniert, so ein kleiner Tausendsasser. Ich interessiere mich, wenn man so will, für alles. Habe auch gerne tausend Projekte gleichzeitig. So eine Scanner-Persönlichkeit, wie mir der Begriff vielleicht was sagt. Und dachte auch die ganzen Jahre, ja, ich schaffe das allein. Und ich dachte, das soll auch so sein, das muss auch so sein. Hauptsache keine Belastung sein für andere. Bis ich dann in einem Job war, der mir keine Grenzen mehr gesetzt hat,
und eben diese dominanten Antreiber auch komplett ausnutzen konnte, weil ich für mich diese Grenzen nicht gezogen habe. Das hat dann bedeutet in der Praxis, ich habe ein Jahr lang komplett durchgearbeitet, ohne Witz, keinen Tag Pause, 80-Stunden-Wochen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mein Hund und ich überlebt haben, aber das haben wir und dieser Job hat mein Leben komplett beherrscht. Und ich stand immer noch da und, also macht ja immer noch Spaß, ist doch großartig, kriegen wir hin. Und alle anderen Bereiche, du kennst bestimmt das Zeit-Balance-Modell oder auch Lebensbalance-Modell, also Bereiche Gesundheit und Sport natürlich, die sind als erstes über Bord geflogen. Dann Soziales, ich hatte keine Zeit mehr großartig für Freizeitaktivitäten und ich hatte irgendwann auch keine Kraft mehr für Freizeitaktivitäten und habe dadurch natürlich auch den anderen, den dritten Bereich, so Sinn und Werte für mein Leben verloren. Weil ich bin ja am Ende des Tages nicht losgezogen, dass ich 100% meiner Energie in meinen Job stecke. Ja, und das hat gemündet in einem Zustand, in dem ich dann gar nicht mehr konnte, weil ich im Burnout war. Ich habe das Projekt abgeschlossen und habe am Eröffnungsabend eine Nachricht an meine Freunde geschrieben und habe geschrieben, Leute, ich kann nicht mehr. Diesen Satz. Und da ist alles zusammengebrochen in dem Moment. Und habe diesen schleichenden Prozess über Monate einfach ignoriert. Ich habe nicht gemerkt, dass ich einfach über Monate über diese Grenzen eben hinweggearbeitet habe, meine Bedürfnisse ignoriert habe und dabei auch schon sämtliche Warnsignale überhört habe. Mein Körper hat schon so laut geschrien, der konnte gar nicht mehr lauter. Ich habe selbst das noch überhört und ja, ich habe den Job ordentlich gemacht, aber war der mein Lebensziel am Ende des Tages? Nö. Bis ich das begriffen habe, das hat aber auch ein bisschen gedauert. Ja, bin Darf ich ich da eben ganz kurz? meinerseits gerne klar. Ah ja. Du Ja. hast gesagt, dein Körper hat geschrien. Ne? Und Retroperspektiv, ne? Viele wissen, ich hatte auch Burnout und Bore-out. Und Retroperspektiv ist das immer, ja, daran sind wir gewachsen und durften das erleben. Natürlich ist so ein bisschen, zum Glück war es scheiße, sonst hätten wir jetzt nicht die Passion und die Passion, die wir das jetzt machen. Und mich würde mal interessieren, wie hat denn dein Körper geschrien? Weil es hört vielleicht gerade jemand zu, wo der Körper auch schon schreit und ruft und man das in dem Moment gar nicht wahrhaben will. Ja, unbedingt. Das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt. Ich meine, Symptome, das kennst du selber, die sind ja da unterschiedlich, auch in verschiedenen Stressphasen. Bin manchmal immer noch fasziniert, welche Ventile sich mein Körper sucht. Damals fing es an mit, gut, ganz klassisch tatsächlich Einschlafproblemen. Die kennt man hin und wieder, vielleicht auch der ein oder andere in stressigen Phasen. Dass natürlich das Gedankenkarussell angeht und man im Kopf die To-Do-Liste abhakt, wenn man einschläft und wenn man aufwacht. Das war der Startschuss. Und dann manifestiert hat sich das in so ganz klassisch nervösem Augenzucken. Und ich habe noch Witze drüber gemacht. Ich stand in Besprechungen mit Projektpartnern und habe noch wortwörtlich gesagt, ach, da ist es wieder, mein nervöses Augenzucken. Und das habe ich über Monate mitgeschliffen, tatsächlich. Das mag sich mal nicht so gefährlich anhören im ersten Moment, aber es ist eben ein Warnsignal. Und wenn dann nicht reagiert wird auf dieses Warnsignal, dann sucht sich der Körper eben das nächste Ventil. Und das war dann bei mir in dem Falle ein ganz spannendes Ding. Ich habe da auch lange gebraucht, um das zu identifizieren als Stress. Ich war der festen Meinung, dass es organisch, körperlich. Und zwar war das der Rücken, aber in Entspannung. Sprich, nachts bin ich aufgewacht, weil sich mein kompletter Rücken verkrampft hat. Und dann lag ich da wie Kafkas Käfer auf dem Rücken und musste erst mal ein paar Minuten in mich reinatmen, dass sich diese Muskelstränge wieder entspannt haben, damit ich mich überhaupt aus dem Bett rollen konnte. Und tagsüber war alles normal. Das heißt, ich konnte natürlich auch das gut tagsüber in Aktion in meinem Job wegschieben und sagen, na gut, also tagsüber ist nichts. Und dann irgendwann, als es mich tatsächlich auch geängstigt hat, weil es wiederkehrend über mehrere Wochen, dann über Monate auch ging, habe ich mir Arzttermine gemacht. Das muss ich jetzt mal abchecken. Wer weiß, was das eigentlich ist. Am Ende ist es die Bandscheibe. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurde natürlich nichts gefunden.
Und das Ende vom Lied war, als ich raus bin aus dem Job, als ich dann wirklich auf die Bremse getreten bin und die Reißleine gezogen habe und begriffen habe, es ist der Stress, war ich 9 Monate in Physiotherapie, um das Problem, was sich dann manifestiert hatte, in meinem Körper in den Griff zu bekommen. Ja, und dazu, wenn wir über Symptome reden, klar, der Kopf ist da auch ein großes Ventil, Kopfschmerzen, wiederkehrende. Und die Verdauung, also Magen-Darm-Trakt, schlägt auf den Magen, sagt man ja da schön. Das ist das eine. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass Burnout, wir können es auch dauerhaften Stress nennen, für die Vereinfachung, auch ein Verstärker ist für chronische Krankheiten und für andere Sachen, ob das mentale Gesundheit ist, Depression wird klar verstärkt durch Stress. Also ja, ich habe mich einfach gefühlt, als ob ich die ganze Zeit so einen grauen Schleier habe. Euphorische Zustände kamen da nicht mehr vor. Ja, das waren meine Symptome. Nur das, falls jemand gerade zuhört und ähnliche Symptome bei sich kennt und auch vielleicht einen schulmedizinischen Weg einschlägt, macht das dennoch. Das soll jetzt hier kein Hinweis sein, aber psychosomatisch. Bei mir war es zum Beispiel auch, dass ich bei der Verdauung große Probleme bekommen habe. Ist nach wie vor, wenn ich gestresst bin, dann vergesse ich zu essen, dann merke ich es am ehesten an der Energie beim Training oder in meinem Körperbild oder ich fühle mich halt nicht mehr so, ich nenne Anführungsstrichen, stark. Aber auch gleichzeitig das Thema Schlaf, Schlafstörung und Co. Das sind alles Dinge, die sich bei Stress wiederfinden. Ja, genau. Ja, wisch das nicht weg. Jetzt dreht sich Hört ja um auf das den Thema. Körper. Jetzt redet es sich ja um das Thema Grenzen setzen. Und da hast du dann deinen Freund geschrieben, ich kann nicht mehr. Dann war das Projekt beendet. Du warst in Physiotherapie. Wann hast du gemerkt, warte mal, ich habe da ein Thema mit meinen Grenzen? Das hat noch ein bisschen gedauert. Und ich stand tatsächlich relativ fassungslos am Anfang da und habe mich gefragt, wie bin ich zur Hölle dorthin gekommen? Weil, also resilient bin ich davon ausgegangen, war ich. Ich habe jahrelang auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet, Monate durch. Ich bin, würde für mich, von mir selber sagen, ich bin der effizienteste Mensch, den ich kenne. Also so dieses klassische Thema Zeitmanagement, was ja dann oft angeführt wird. War ich da auch ganz gut drin. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was fehlt denn? Was habe ich denn übersehen, dass ich da hingekommen bin und einfach keine Balance in meinem Leben mehr hatte und ja, diese Grenzen so übergangen bin. Und da bin ich auf eine spannende Reise der Selbsterkenntnis gegangen, aber die hat gedauert, einfach weil sich das aus vielen kleinen Bruchstücken zusammengesetzt hat. Und mir hat damals ein Partner an der Seite gefehlt, der erkannt hat, okay, das ist ein ganzheitliches Ding. Wir müssen mal schauen, was treibt dich denn eigentlich an? Also was war da so mächtig, dass du dich dahin getrieben hast selber? Was sind deine Motive? Was sind vielleicht auch Glaubenssätze? Und da habe ich viel identifizieren können für mich. Das war der eine Bestandteil. Der andere Bestandteil war tatsächlich auch zu schauen, was sind denn die Symptome einfach? Was sind meine Stresssymptome? Was sind vielleicht auch außerhalb der körperlichen Symptome in meinem Alltag Ankerpunkte, an denen ich feststellen kann, okay, hier schlägt das gerade in eine Richtung um. Die kenne ich schon. Die ist nicht unbedingt gesund für mich und ich kann wieder umlenken. Also es ist ein kompletter Werkzeugkoffer am Ende des Tages geworden, den ich identifizieren konnte und zusammenstellen konnte und der mir auch heute noch hilft, weil, also, es geht ja nicht weg. Wir haben ja alle noch immer unsere dominanten Antreiber. Wir sind ja alle nicht davor gefeit, dass die auch weiterhin uns eben antreiben. Das ist ja auch großartig. Jetzt ist die Kunst eher zu schauen, okay, wie kann ich sie in Balance halten? Wie kann ich dafür sorgen, dass mich meine Antreiber antreiben, aber eben nicht über die Grenze schubsen, über die Klippe? Zum einen ist ja Grenzen einmal, viele assoziieren Grenzen setzen gegenüber anderen Menschen, ne, um eine bestimmte, aber auch seine eigenen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. Also auch im sportiven Bereich Limits sich zu setzen.
Wir haben einmal das Ziel, wo will ich hin? Das gibt uns eine Richtung und dann auch Limits. Und Limits ist häufig assoziiert mit dem Thema höher, schneller, weiter. Aber eigentlich bedeutet Limits Wertschätzung, weil wenn ich ein bestimmtes Limit für mich selbst, sag mal, definiere und ich erreiche das, dann kann ich mir innerlich auf die Schultern klopfen und sagen, hey, das bin ich mir wert gewesen. Ich habe mir auch meine Grenzen gesteckt. Und was ist in deiner Meinung ein Grund oder häufigste Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen? Gibt es da bestimmte Glaubenssätze oder Ängste, die uns davon abhalten? Ja, spannende Frage und ganz wichtige Frage, weil genau das ist auch der Grund, dass uns das eben schwerfällt. Das sind Glaubenssätze, das sind Ängste und die stecken eben in uns selber. Ich würde sagen, aus meiner Sicht gibt es so zwei Hauptursachen, die uns da oft behindern und uns zurückhalten. Also die häufigste, die erste, die auch in den Sinn kommt, wenn du Leuten einmal die Frage stellst, ja, was fällt dir denn so schwer daran, Grenzen zu setzen? Oder wenn wir es einfacher noch formulieren, was fällt dir denn so schwer daran, Nein zu sagen? Das ist ja meistens so eine Manifestation des Grenzen setzen. Und es gibt da auch Studien drüber, dass 81% der Deutschen zu oft Ja sagen, obwohl sie eigentlich Nein sagen wollen und sich dann darüber ärgern. Ich finde das immer eine spannende Zahl. Und die meisten Menschen nennen als Grund, dass sie andere nicht verärgern wollen. Also es ist eine Konfliktangst einfach, mit so einem Anteil People-Pleasing. Ich möchte es Leuten recht machen. In meinem Fall dann natürlich auch, ich möchte nützlich sein. Und das ist was Spannendes, was da mitschwingt, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass wir oft annehmen, wenn wir Grenzen setzen, weisen wir andere Menschen in ihre Grenzen. In Wahrheit ist es ja genau andersrum. Wir stecken unsere eigenen Grenzen ab für andere. Es geht gar nicht darum, dass wir andere einschränken und anderen sagen, du, nein, das darfst du nicht, sondern einfach sagen, nein, mich, das ist meine Grenze und die beschütze ich. Und ich nehme da gerne auch die Analogie des Wohnraums. Also wenn wir uns mal umschauen zu Hause, wir haben ja da auch Wände und eine Tür und vielleicht auch Hecken und Zäune und haben da unsere Grenzen physisch gesteckt und die nimmt ja in der Regel, wenn wir nicht gerade einen Maschendrahtzaun mit Knallerbsenstrauch haben, auch niemand persönlich. Und ohne diese Grenzen könnte ja auch jeder einfach kommen und sich bei mir oder bei dir hier auf die Couch setzen. Das machen wir ja auch nicht. Und mit diesem Gedanken versuche ich auch immer ein Symbol zu schaffen für so setzt du auch deine Grenzen in anderen Situationen, auch im Alltag natürlich. Wenn die nächste Veranstaltung kommt, wenn die nächste Aufgabe kommt oder auch der Partner kommt, da kannst du nicht mal eben so als kleines Mantra vielleicht zu verinnerlichen, das Nein ist nicht gegen jemanden, sondern das Nein ist einfach nur für dich. Und ja, wenn du mutig bist, kannst du das auch so in Worte fassen und sagen, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das jetzt für mich. Das macht es vielleicht einfacher. Ja, das würde ich sagen, ist der eine Grund, also diese Angst, Leute zu enttäuschen, die nicht sein muss. Natürlich, das sagt sich immer einfacher als getan ist, klar. Der andere Teil, der bei mir auch viel mitgeschwungen ist, ist nichts verpassen zu wollen. Also dieser FOMO-Gedanke, Fear of Missing Out, dass wenn ich Nein sage und vielleicht auch mal was sausen lasse und die Einladung mal nicht annehme, sondern stattdessen irgendwie einen ruhigen Abend zu Hause verbringe, dass ich dann großartige Sachen verpasse und dadurch einfach auch über meiner Energiereserve die ganze Zeit agiere und die nicht auflade. Ja. Der ist natürlich ein bisschen schwieriger auch zu behandeln. Und da muss man wirklich tief hinabsteigen in sich selber und mal schauen, okay, wo kommt denn das auch her? Diese Angst, das zu verpassen, weil genau wie du sagst, da geht es um Glaubenssätze und da geht es um Ängste und Eine Möglichkeit wäre, ne, wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich habe Angst, was zu verpassen, dich zu hinterfragen, was ist denn das Schlimmste, wenn ich was verpasse? Dann kommt ja ein Gedanke auf, ne? Zum Beispiel, dann gehöre ich nicht mehr dazu, wenn ich nicht zu meiner Freundin, meinem Freund zur Party fahre. Okay, was ist denn das Schlimmste daran, wenn du nicht dazugehörst? Und dann schält man so nach und nach eine Schale nach der anderen ab und
findet eventuell den Ursprung. Ansonsten, wenn man ihn nicht findet, fängt man da an, was am tiefsten liegt und bearbeitet dort die Glaubenssätze. Erfahrungsgemäß wird das Leben dann leichter. Ja, definitiv. Nutze ich auch sehr gerne, das Worst-Case-Szenario einmal durchzuspielen. Beim einen oder anderen habe ich festgestellt, verstärkt das die Ängste initial nochmal, da nochmal reinzugehen und dann zu sehen, ja genau, und dann verpasse ich dieses eine Gespräch auf dem Balkon und das könnte mein Leben verändern. Vielleicht noch als anderes Werkzeug an der Stelle, das mal umgedreht ins Positive, das Best-Case-Szenario zu nutzen für den Fall, dass ich nicht hingehe, nicht auf die Party gehe, nicht dieses Gespräch führe, was passiert mir denn im besten Fall stattdessen, wenn ich zu Hause bin? Wie geht es mir denn dort? Und da mal einzutauchen, auch in die, ja, Gefühlswelt, die ich mir dann herstelle. Ja. Also, ihr seht, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich seinen Ängsten zu widmen. Egal welchen Weg ihr wählt, ob ihr das für euch macht, ob ihr Coaching macht oder ob ihr in Therapie geht, am Ende kommt meistens was Gutes bei raus. Auch wenn es in der akuten Situation mit der Angst meistens nicht so aussieht, am Ende, wenn wir uns damit beschäftigen, ja, und dann auch das ganze Thema entwickeln und auswickeln, dann ist die Angst meistens gar nicht mehr so schlimm. Korrekt, richtig. Das würde ich so unterschreiben. Angst ist ja auch immer nur durch das Unbekannte schlimm. Ah ja, wenn es darum geht, Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, weil es geht ja darum, wenn ich Grenzen mir selbst stecke und kommuniziere, dass ich meine Bedürfnisse und meinen Werten orientiert handle. Wie kann ich denn eigene Bedürfnisse besser wahrnehmen und auch zu so respektieren, um gesunde Grenzen zu setzen? Sehr wichtige Frage und eine, bei der ich wünschte, ich könnte dir jetzt diese eine Antwort geben, mit der du direkt den Schalter umlegst und morgen genau weißt, was du möchtest, wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast. Die Realität sieht so aus, dass wir in unserem Erwachsenenleben in verschiedenste Rollen geschlüpft sind, die meist unseren Alltag bestimmen, ob das der Beruf ist, als Führungskraft, okay, dann bin ich in der Rolle, auch als Mitarbeiter bin ich in verschiedenen Rollen, als Partner, als Tochter, als Geschwisterkind, all diese Rollen führe ich aus. Und das ist ganz faszinierend. Ich habe mich das auch oft gefragt, wann der Punkt gekommen ist, an dem wir uns da so ein bisschen verloren haben, so im Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Und nur noch in Rollen leben. Und diese Rollen bringen ja vor allem immer eins mit, nämlich Erwartungen von anderen und damit auch Bedürfnisse von anderen. Und wenn ich mich so umgucke, auch in meinem bekannten Freundeskreis, aber auch bei meinen Kunden, dann ist das Erste, was ich auch frage, immer, ja, was möchtest du denn? Was möchtest du denn vom Leben? Und was ist dir wichtig, dir als Person? Und entweder kommen dann ganz viele Sachen, die aus der Rolle sprechen, vor allem aus der beruflichen Rolle. Oder Menschen sagen mir, ich weiß es gar nicht. Ich bin an einem Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin möchte, wer ich bin. Und das ist auch der Startpunkt, dem ich jedem ans Herz lege, sich mal intensiv damit auseinanderzusetzen, okay, welche Bereiche habe ich in meinem Leben? Auch mal ganz klassisch aufzuschreiben, welche Rollen fülle ich gerade aus? Welche Bedürfnisse gehen mit diesen Rollen einher und dann mal jede einzelne Rolle und jedes Bedürfnis anzuschauen und mal zu überlegen, ist das mein eigenes Bedürfnis oder kommt das von jemand anderem und dann zu schauen, was bleibt übrig. Als Werkzeug, als Tool gebe ich gerne der Einfachheit halber initial das Rad des Lebens einmal mit, und ja, und visualisiere mal zusammen mit Menschen, okay, welche Bereiche gibt es denn bei dir überhaupt? Gibt es Bereiche, die gerade gar nicht auftauchen, die dir aber mal wichtig waren, auch in der Vergangenheit? Und tauch auch gern ein in Stärken, denn die sind oft entstanden auch in einer Zeit vor 100.000 Rollen, die es so in meinem Leben gab, in der Kindheit. Vielleicht hatte ich mal Hobbys, die haben mir Spaß gemacht. Und
Uns machen ja meistens Sachen Spaß, weil wir darin gut sind. Also da mal reinzutauchen, okay, was bringe ich eigentlich alles mit und wofür kann ich das nutzen, wenn ich jetzt die freie Wahl hätte? Und da landen wir dann oft, weil wir ja gerade die Frage nach den Bedürfnissen hatten und nicht nach den Stärken. Aber wenn wir uns das Rad des Lebens zum Beispiel anschauen, sehen wir da klare Differenzen auch in Bereichen. Wir sehen, okay, was ist ein Lebensbereich? Vielleicht die Gesundheit und dann vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter in dem Bereich der Sport oder die Ernährung, der mir eigentlich wichtig ist, aber in den ich gerade nicht investiere und der auf einem Level ist, der mir nicht gefällt und lande dort dann in der Differenz bei einem Bedürfnis. Ja. Dieses Lebensrad, entweder schaut ihr im Internet, ihr findet das Lebensrad aber auch in meinem kostenfreien Guide zur Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich das mit aufgesplittet. Ne? Das Lebensrad ist ja meistens Gesundheit, Karriere, Freundschaft, Partnerschaft. Ich habe das noch ein bisschen aufgegliedert in einzelnen Gesundheitsfaktoren, aber auch zum Beispiel das Thema, was macht eine Partnerschaft aus? Ist es jetzt die Sexualität? Ist es die Verbundenheit? Wie gehst du mit Stress um? Finanzielle Geschichten und und. Also, das verlinke ich euch in die Shownotes. Findet ihr, könnt euch ausdrucken. Geht immer darum, 0 bis 10 zu bewerten, wie gut bist du in diesem Lebensbereich aufgestellt, wie sicher fühlst du dich in dem Bereich. Und hier ganz kurzer Hinweis: Es geht nicht darum, dass alles auf 10 ist, sondern wie rund läuft dein Leben gerade? Wo kompensierst du gerade? Genau, Okay. richtig. Das hast du großartig erklärt. Genau, und ja, als zweiten, vielleicht auch ein bisschen praktischen Ansatz ist natürlich das Thema Reflexion. Geht mal durch euren Alltag und schaut mal wirklich bei den Tätigkeiten, die ihr momentan in eurem Alltag habt, von früh bis spät, von Aufstehen, habt ihr eine Morgenroutine? Über Mittagspausen, über wie arbeitet ihr, über wie verbringt ihr eure Freizeit. Und das muss gar nicht unglaublich kompliziert werden. Da reicht ein Blatt Papier und da reichen auch drei verschiedene Zustände bei jeder Aktivität. Ist das was Neutrales? Ist das was, was euch Energie gegeben hat? Oder ist das vielleicht auch was, was Energie zieht? Und vielleicht könnt ihr dann gewisse Ankerpunkte für euch identifizieren in verschiedenen Bereichen, ob das der Bereich Kreativität ist. Vielleicht ist es was, da habt ihr gerade nicht genug Auslastung und stellt fest, wenn ihr da wieder ein bisschen mehr Sachen reinholt, das muss ja nicht malen sein. Kreativität hat ja verschiedene Auswirkungen. Ich fange nächste Woche einen Gitarrenkurs neu an, weil ich festgestellt habe, das fehlte so ein bisschen dieser Bestandteil. Ist das was, was mir eher Kraft gibt, dann gebe ich da vielleicht ein bisschen mehr wieder rein. In dem Teil ist Ruhe etwas, was gerade zu kurz kommt. Und da kann man sich dann auch wunderbar Grenzen setzen, um auch mal dieses Wort wieder reinzubringen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich habe für mich festgestellt, 5 Abende die Woche unterwegs zu sein. Da ist die Batterie sehr leer. Zu leer, vielleicht versuche ich es mal mit 4 Tagen und setze mir einfach mal wirklich physisch diese Grenze, damit ich am Ende schauen kann und mich einfach besser kennenlerne. Was ist denn so dieser Übergang, wo es kritisch wird für mich? Das kann natürlich auch variieren, je nach körperlichen Zustand, je nach bei Frauen auch Hormonzyklus. Aber dass man überhaupt mal so ein paar Anhaltspunkte hat und ich nehme das immer gerne an, Ankerpunkte auch, die dafür da sind, dass sie mir zum einen Energie geben. Bei mir ist das der Sport auch ganz groß. Und zum anderen ich auch diese Ankerpunkte nutzen kann, indem ich sehe, okay, ich habe gerade den Drang, das abzusagen, obwohl körperlich alles in Ordnung ist. Dann weiß ich, es hat was mit Stress zu tun. Es ist ein mentales Thema. Obwohl ich weiß, dass dieser Ankerpunkt mir gut tut, will ich den gerade absagen? Was ist da los? Okay, und dann gehe ich lieber stattdessen extra nochmal hin. Das sind ja schon konkrete Strategien und Techniken, ne, die du empfehlen kannst oder die wir, sei es Lebensrat oder auch zu schauen, zu reflektieren. Ein Thema, was ich weiß nicht, wie es bei deinen Klientinnen und Klienten ist, ist ja häufig bei dem Thema Grenzen setzen. Wenn ich jetzt für mich meine Grenzen stecke und ich kommuniziere die, dann das Gefühl von Schuld oder Angst vor Konflikten, wenn ich also Grenzen setze. Wie ist das bei dir gewesen, als du deine Grenzen dann für dich gesteckt hast?
Hast du da mal so ein Gefühl von Schuld oder Angst vor Konflikten? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise was empfiehlst du deinen Klientinnen und Klienten, jetzt hier den Zuhörern? Ja. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, nicht nur bei meinen Kunden, Kundinnen, natürlich auch bei mir selber, weil natürlich hatten wir schon drüber gesprochen, ja, diese Glaubenssätze, diese Antreiber existieren, die Glaubenssätze gar nicht mehr so stark, aber diese grundsätzlichen Antreiber ja immer noch da sind. Und es kommt auch natürlich immer darauf an, mit wem man spricht. Es macht einen Unterschied, ob ich da meinen Chef vor mir habe, ob ich meinen Partner vor mir habe, ob ich mein Kind vor mir habe oder meinen Hund vor mir habe. Natürlich schwingen da verschiedene Ängste mit und in verschiedenen Ausprägungen. Nichtsdestotrotz gibt es klar auch Dinge, die man üben kann. Ganz grundsätzlich gilt auch da, Übung macht den Meister. Und wenn ich natürlich anfange, meine Grenzen zu setzen, dann spielen zwei Sachen wunderbar ineinander. Erstens, ich merke, die Welt ist nicht explodiert und mir hat im besten Fall auch keiner den Kopf abgerissen. Und die zweite Sache, die mitspielt, ist, ich bin stolz auf mich, weil ich meine Grenzen gesetzt habe und du hast es vorhin gesagt, ich habe mich selber wertgeschätzt. Und auch wenn ich das nicht aktiv mache, mein Gehirn erkennt das an und mein Gehirn verknüpft auch bestimmte Sachen anders und erkennt eine neue Realität am Ende des Tages an, dass ich eben für mich einstehe. Und damit wird es natürlich Stück für Stück einfacher. Also ganz platt, Übung macht den Meister. Ein bisschen weniger platt und ein bisschen praktischer gesprochen. Klar, gibt es Tipps, gibt es ganz praktische Ansatzpunkte, die auch wieder geübt werden wollen. Aber das Einfachste, was ich auch nutze und was ich jedem immer mit an die Hand gebe, ist, ich nenne das immer meinen magischen Trick, der heißt einfach Pause. Nutze Bedenkzeit, weil nichts ist verlockender und nichts verleitet schneller zum Ja als eine initiale Reaktion. Das Ja, das ist ja das, was wir 81% von uns einfach immer nutzen und am häufigsten nutzen. Und das ist natürlich das, wenn wir was gefragt werden, was uns dann auch schon auf der Zunge liegt und uns dazu verleitet, eben in Situationen Ja zu sagen und unsere Grenzen zu überschreiten, obwohl wir das gar nicht wollen. Also da mal aktiv innezuhalten, innerlich bis drei zu zählen und dann im besten Fall auch der anderen Person zu sagen, du, da muss ich erstmal drüber nachdenken oder du, da muss ich erstmal meinen Kalender schauen. Ich melde mich bei dir. Fertig. Du hast Bedenkzeit gewonnen und diese Bedenkzeit macht es so viel einfacher, wirklich mal in dich zu gehen, zu schauen, okay, will ich das wirklich? Überschreitet das meine Grenzen und erst dann mit einer Antwort um die Ecke zu kommen. Und du kannst natürlich diese Zeit auch nutzen, um an deinem Satz zu feilen. Die Perfektionisten unter den Hörern, denen kommt das natürlich auch nochmal so ein bisschen entgegen, weil man kann sich natürlich einen Satz gut zurechtlegen, gerade am Anfang, sich nochmal vor den Spiegel stellen, den aussprechen und sich da auch das Leben einfacher machen. Wer möchte, kann Alternativen anbieten, aber ganz wichtig, niemand ist gezwungen, Alternativen anzubieten. Wenn es keine gibt, dann gibt es keine und das ist ein gutes Recht. Und vielleicht auch noch zum ersten Punkt mit den Pausen. Wir denken immer, wir müssen direkt eine Antwort geben. Aber wer sagt denn das? Niemand sagt das. Keiner zwingt uns direkt zu antworten, außer wir selber. Von daher, ja, ist das der hilfreichste Tipp, den ich hoffentlich mitgeben kann. Natürlich abgesehen von, es kann dann noch in die Tiefe gehen, in der Kommunikation. Wie sagst du charmant nein? Wie verwendest du Ich-Botschaften? Wie lang soll das Ding sein? Und wie sehr kannst du dich verstricken oder im besten Falle auch nicht? Aber der Einfachheit halber Pausen, Nummer eins. Und wenn du möchtest, Alternativen ist aber kein Muss. Ich finde, wenn du danach fragst, hey, ich würde mir noch kurz ein bisschen Bedenkzeit geben oder ich muss mal in den Kalender schauen, ihr setzt damit eine Grenze. Du setzt eine Grenze, damit du deine Grenzen überdenken kannst. Also, also mit Pausen arbeite ich auch sehr viel. Klar, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, ne, WhatsApp und Co. Selbst wenn du die Nachricht gerade liest und die ist vielleicht schon eine halbe Stunde auf dem Handy,
die Person ist wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde, sitzt vom Handy und sagt, oh, man kriegt die Antwort, sondern du hast Bedenkzeit. Und im Ja. Gespräch das auch zu äußern, sagen, hey, ich muss da mal kurz in mich reinspüren oder ich schau mal in meinen Kalender oder bis wann brauchst du denn die Antwort, weil ich muss erst mal schauen, ob das für mich stimmig ist. Ja. Ja, genau wie du sagst. Das ist auch ein sehr schöner Satz, den werde ich mir selber auch so mitnehmen, dass du dir eine Grenze setzt, um deine Grenzen zu setzen. Wunderbar. Ich habe da auch letzte Woche einen ganz spannenden Beitrag auf LinkedIn gelesen, in dem jemand beschrieben hat, wie befreiend es war, sich für den Urlaub eine Abwesenheitsnotiz einzustellen. Und wortwörtlich hat diese Person geschrieben, dass es sozusagen die Erlaubnis für sich selber war, dann auch wirklich mal nicht zu arbeiten. Man hat sich also selber die Erlaubnis gegeben, überhaupt eine Grenze zu ziehen. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Also Kudos für diese Erkenntnis und die auch zu teilen. Und das klingt so banal, aber das ist es eben nicht. Und wir müssen verstehen, dass wir die einzige Person sind, die uns das erlauben kann. Und diese Situation, die gibt es ja täglich. Ja, und wenn es hilft, das ist vielleicht auch nochmal handfest, sich selber die Erlaubnis zu geben, Zeiten in den Kalender zu stellen, in denen nicht gearbeitet wird. Gerade für Menschen, die wissen, dass sie da ihre Grenzen überschreiten und wenn nichts im Kalender steht, dann fällt es schwer, nichts zu tun, dann schreibt ihr nichts in den Kalender, wortwörtlich. Ich habe jetzt meine Nichtszeit. Wir sprechen ja jetzt primär von Selbstständigen oder Menschen, die ihre Zeit, ich sag mal, relativ flexibel einteilen könnten. Natürlich, wenn du angestellt bist, auch hier zu schauen, wie kann ich zum Beispiel eine Abwesenheitsnotiz nutzen? Oder wie stecke ich meine Grenzen? Was möchte ich? Welche Werte habe ich? Was sind meine Motivatoren? Und kommuniziere das mit meinen Kolleginnen, Kollegen, mit meinen Unternehmerinnen, meinen Chefs und Co. Weil Unbedingt. das kann echt viel Positives in deinem Leben mit sich bringen. Und auf diese positiven Sachen würde ich gerne noch zu sprechen kommen, Freya, zum Schluss. Welche positiven oder langfristigen positiven Auswirkungen hatte es denn für dich, dass du deine Grenzen für dich erkannt hast und kommunizierst? Und was sind Möglichkeiten, die noch auftreten können, wenn ich mich meinen Grenzen widme? Ja, sehr schön, dass wir positiv enden. Bin ich auch ein Fan von. Es hat unglaublich viel bewirkt, weil es natürlich ein kompletter Mindset-Shift auch ist von ich trampel selber auf mir rum und gebe anderen die Erlaubnis, auch auf mir rumzutrampeln, zu nein, ich habe Selbstwert und der ist schützenswert. Also natürlich angefangen bei, ich überschreite meine körperlichen Grenzen nicht. Ich rede jetzt nicht von Sportgrenzen, sondern tatsächlich meiner Energiekurve. Ich achte da sehr drauf, was dazu führt, dass ich nicht bei 0% lande oder manchmal fühlt es sich ja schon an wie ein negativer Bereich, wenn man in hohem Stress lange ausgesetzt ist, sondern achte einfach darauf, dass ich rechtzeitig auflade, und das fühlt sich viel mehr in Balance an als vor einigen Jahren. Ist ein großartiges Gefühl. Es ist sehr erleichternd. Ich schlafe dementsprechend gut. Ich fühle mich fit. Ich bin fit, dadurch, dass all die Bereiche, die mich so ausmachen, die Gesundheit, der Sport, die sozialen Interaktionen, alles, was nachgewiesenermaßen seit Balance-Modell wichtig ist, um ein glückliches Leben zu führen, die haben Platz in meinem Leben bekommen. Und das ist so das Wichtigste für mich. Und merke natürlich auch, dass ich das nach außen ausstrahle, diesen Selbstwert. Und wir haben gerade schon über die Kommunikation gesprochen. Man erzieht sich damit ja auch so ein bisschen dann sein Umfeld. Und man zieht auch, wenn es jetzt um neue Kontakte geht, am Ende dann auch die richtigen Menschen an, wenn man sich selber wertschätzt. Und das ist ein großartiger Gewinn, der fast nicht in Worte zu fassen ist. Wenn jetzt jemand dieses Gefühl auch haben möchte und vielleicht auch mit ähnlichen Themen struggelt, wie wir sie beschrieben haben, lass uns mal kurz dazu sprechen kommen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey Freya, ich möchte mit dir zusammenarbeiten oder mehr über dich erfahren. Wie würde eine Zusammenarbeit ausschauen und wo kann die Person mehr über dich erfahren?
Ja, lieben Dank fürs Überleiten. Also natürlich, wenn jetzt jemand zuhört und du hast dich angesprochen gefühlt, du hast das Gefühl, da ist gerade zu viel Stress, du hast Bock auf mehr Balance, mehr Zeit, die du für dich nutzen kannst, mehr Grenzen, die du für dich setzt und einfach auch mehr Selbstwert und ja, mehr du in deinem Leben, dann meld dich unbedingt sehr, sehr gerne bei mir. Bei mir sieht eine Zusammenarbeit so aus, dass wir uns natürlich erstmal kennenlernen und du mir erzählst, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele. Und das ist ja vorhin, wenn du dir nicht sicher bist, dann finden wir das zuallererst auch gemeinsam raus. Mir ist ganz wichtig, dass wir zum einen individuell zusammenarbeiten, sprich wir beide zusammen in der Einzelberatung und auch so flexibel, wie das für dich reinpasst, weil ich weiß, bei dir ist gerade stressig. Und zum anderen ist mir wichtig, dass du einfach nicht so eine Symptombekämpfung hast, wie du sie vielleicht schon kennst, dass du hier mal so ein Zeitmanagement-Hack an die Hand bekommst und ich dir die Eisenhower-Matrix um die Ohren prügel und dann kannst du das schon alles mit deinen Prioritäten und deinen Grenzen, sondern du bekommst von mir einfach einen kompletten Werkzeugkoffer, der zu dir und deinem Leben passt, der ganzheitlich ist. Also wir tauchen in alle Bereiche rein, wir schauen, was sind die Glaubenssätze, was sind die Antreiber. Du bekommst natürlich auch ganz praktische Ansätze im Zeitmanagement und wir schauen mal, okay, wie kannst du da vielleicht optimieren für dich, dass du dir das Leben einfacher machst. Wir gehen auch in den Bereich Stressmanagement rein, aber mir ist wichtig, dass es eben nachhaltig für dich funktioniert, und du das immer wieder anwenden kannst, weil die Welt bleibt ja stressig. Steckt das gerne Genau. ab. Ich verlinke euch das Ja. auch in die Shownotes und auch deine Homepage. Ja, genau. Schau bei mir auf der Beziehungsweise. Homepage vorbei. Es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir uns erstmal kennenlernen. Ich bin auch auf LinkedIn gut zu finden. Schickt mir da auch gerne eine persönliche Nachricht. Ich freue mich drauf. Ja. Verlinke ich alles in die Shownotes. Klickt euch da gern durch, wenn ihr mit Freya Kontakt aufnehmt. Liebe Grüße von Carsten bestellen, weil dann weiß sie, ah, da war was mit dem Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion von Spotify, dann können wir darauf eingehen, dann können wir euch auch in dem Moment interaktiv weiterhelfen. Gerne aber auch reinschreiben, möchtest du tiefer in das Thema Grenzen einsteigen, dann lass uns gerne die Fragen dort oder vielleicht Erfahrungen, ob du schon Themen für dich bearbeitet hast, um besser Grenzen zu stecken für dich. In dem Sinne, gerne abonnieren, kommentieren und natürlich dann auch bewerten bei Spotify und iTunes. Würde ich mich wahnsinnig freuen. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Freya. Ciao, Carsten.